In diesem Video werde ich für jedes Tor, das ich schieße, ein Future-Star-Upgrade bekommen. Und das hat mein österreichisches Bronze-Team auch bitter nötig, denn das ist kacke. Außer natürlich der Legende Guido Burgstaller. Das Konzept ist einfach. Für jedes Tor, das ich erziele, bekomme ich ein Upgrade. Aber die Tore, die ich erzielen muss, um ein Upgrade zu bekommen, werden im Laufe des Videos immer schwieriger. Aber für das erste Upgrade reicht einfach ein normales Tor. Gut, ist aber mit dem Team vermutlich auch direkt eine Challenge. Oh, das könnte die Möglichkeit, Burgstaller! Das ist fast das 1:0, Freunde. Müller dreht sich. Oh, fast. Junge, 2 Chancen in 5 Minuten. Rashford und der Pusswald hat den ersten. Tü, was eine Maschine. Aber 1 Minute später passierte das hier. Pusswald. Na, okay, ich nehm's zurück. Und wir kassierten auch direkt das 2:0. Jetzt aber Burgstaller. Guido Burgstaller macht das Tor. Und das ist das erste Future-Star-Upgrade. Und Burgstaller küsst dem Fan da draußen die Glatze. Ehrenmann einfach. Und für unser erstes Upgrade verbessern wir den Sturm. Also, im wahrsten Sinne des Wortes, der Spieler heißt Sturm. Das muss man erstmal realisieren. Und wir holen den 92er Future-Star Julian Alvarez. Junge, guckt euch die Karte mal an. Die wird uns definitiv weiterhelfen. Und hoffentlich auch direkt in Challenge Nummer 2, denn dort müssen wir ein Lupfertor erzielen. Kreiker, kann er den lupfen? Kann er den lupfen? Oh, das wäre der Postspieler gewesen. Oh, jetzt raus auf Alvarez, raus auf Alvarez. Junge, dafür gibt's keinen Elfer. Leck mich doch. Kreiker, wo kommt der Torhüter? Wo kommt er jetzt? Oh, wieder drüber. Aber alter Schwede, wir sind hier so nah dran. Und Freunde, was macht mein Gegner hier? Dann schnappen wir uns. Lul. Okay. Also gut, dann eben jetzt Versuch Nummer 2. Erste Chance. Mach den Lupfer gegen Donnarumma. Der ist an der Latte. Ich glaub das nicht. Junge, wie gut ist dieses Bronze-Team bitte? Glück von da draußen mal versuchen. Naja. Dann parierte unser Torhüter Weltklasse, aber dann kassierten wir das 1. Burgstaller! Mach es, Junge, mach es mit dem Lupfer! Oh, nee. Oh, guter Ball auf Alvarez. Mach ihn, Junge, mach ihn! Nein! Alvarez erkämpft sich die Kugel auf außen in die Mitte! Elf Meter! Junge, Schiri! Junge, hast du Tomaten auf den Augen? Auf Burgstaller, mach ihn! Mein Gegner kommt auch null mit dem Torhüter raus! Komm, jetzt aber! Glück, der Innenverteidiger, Glück! Oh, ich hasse diese Challenge. Oder mit anderen Worten, ich habe einfach kein Glück. Und das ist das 0:4. Jetzt aber Müller, mach ihn, der sieht gut, fast. Ja, leck mich doch. Jetzt aber, Burgi, und der Ball ist im Tor, endlich. Und wir haben diese Lupfer-Challenge geschafft. Zugegeben, es steht zwar 1:7, aber wir bekommen das nächste Future-Star-Upgrade. Wir verabschieden uns von Cem Üstündag und begrüßen Gavi. Junge, was eine sexy Karte. Und vielleicht hilft uns der bei Challenge Nummer 3, denn dort müssen wir einen Longshot treffen. Mal gucken, was hat Gavi Longshots? 81 Weitschüsse. Naja, Gavi, versucht's direkt mal. Gar nicht so schlecht. Alvarez, ich vertraue. Warum macht er das mit rechts? Digga. Burgstaller, wisst ihr was? Der macht das jetzt. Nee. Jetzt aber Alvarez mit links. Oh, nee. Oh, jetzt der Bronzespieler. Oh, jetzt aber Alvarez. Das gibt's nicht. Das ist ein Lattentreffer. Alvarez, das ist die Chance außerhalb des Strafraums. Und das ist endlich das Tor. Oh, mein Gott. Diese Challenge war pure Pain, Freunde. Aber egal, wir bekommen ein Upgrade. Und zwar für die Innenverteidigung. Glück hier hat das Glück verlassen. Und wir holen den kroatischen Brecher Josko Gvardiol. Und der könnte für die nächste Challenge nützlich sein, denn jetzt muss ich ein Tor mit einem Verteidiger schießen. Naja, wobei mit 59 schießen, das wird knifflig. Und wisst ihr was? Ich bin ganz frech und ich stelle Gvardiol hier einfach mal in den Sturm. Da ist er schon am Ball. Gvardiol kann das direkt machen. Scheitert an Courtois. Wo ist Gvardiol? Da ist Gvardiol. Gvardiol. Kurz war. 59 schießen ist einfach zu schlecht. Gvardiol. Josko Gvardiol. Es gibt's nicht. Wir haben hier die Chancen, aber wir nutzen sie noch nicht. Gvardiol. Oh, mit dem Skill nimmt er Hops. Mit dem Skill. Aber er hat keinen rechten Fuß, Digga. Gvardiol, lauf dich frei, Junge. Gut. Gvardiol. Oh, mit dem Skill. Jetzt, was macht er? Abschluss. Freistoß. Und das lässt sich Josko Gvardiol natürlich nicht nehmen. Die Dinger kann er. Nee, kann er nicht. Jetzt aber Gvardiol, nimm ihn! Ich raste hier aus. Jetzt aber Gvardiol! Gvardiol macht es mit dem Traumtor! Und die nächste Challenge ist geschafft! Und Guido Burgstall hat natürlich hinten in der Verteidigung dicht gehalten. Nee, Spaß, wir haben davor schon 5 Tore kassiert. Ja. Aber wir haben uns unser Upgrade redlich verdient, beziehungsweise unsere beiden Upgrades. Richtig gehört, denn einerseits kommt Timber für die Linksverteidigung und andererseits sein Zwillingsbruder Timber
für die Rechtsverteidigerposition. Ja Mann, wir haben doppelte Timber-Power auf den Außen und jetzt geht's rein in Challenge Nummer 5. Und für das nächste Upgrade muss ich ein Powershot-Tor erzielen. Super, perfekt, dass ich dann keine Offensivspieler abgegradet habe. Oh Gott. Timber, mach das gleich. No. Nee. Gabi, versuch's doch mal. Ja. Das, oh Gott. Timber läuft durch. Powershot. Oh, nicht schlecht. Kreiker, das ist unser Linksverteidiger, glaube ich. Jo. Guter Versuch. Guido Burgstaller. Oh, Mann. Alter Schwede, ich hasse Powershots. Alvarez, jetzt aber. Gabi. Ich hasse es einfach nur. Jetzt aber. Gabi, Powershot. Gabi macht's mit dem Powershot. Endlich. Ich bin erlöst und wir bekommen das nächste Upgrade. Oh Gott, so, Wilfinger wird uns verlassen. Und für ihn kommt endlich Jamal Musiala in die Mannschaft. Ja, der hätte uns bei der vorigen Challenge sicher weitergeholfen. Aber egal. Und auf die Karte bin ich ultra gespannt. Und ich habe für die auch fast 1,5 Millionen Münzen bezahlt. Dann gucken wir mal, ob sich der Transfer für Challenge Nummer 6 auszahlt. Denn für das nächste Upgrade muss ich mit dem Ball ins gegnerische Tor reinlaufen. Ja, also nicht schießen, sondern reinlaufen. Das könnte ein Weilchen dauern. Ball läuft gut. Oh. Fast ein Eigentor. Oh, jetzt. Zurück in die Mitte. Burgi. Oh, Elfmeter. Ja, bringt mir nichts. Aber wenn ich ihn auf die Latte baller, könnte er doch wieder zurückprallen. Nee, Kreiker. Jetzt. Das ist die Chance. Spiel rüber. Lauf. Nein. Oh, jetzt komm. Da ist noch die Chance. Der Tor. Bitter. Kreiker, jetzt aber. Junge, zieh durch, Junge. Zieh durch, spiel den Ball rüber. Das geht. Nee. Oh, jetzt aber. Alvarez, bleib ruhig. Komm, ins Tor. Junge, Burgstaller, was ist los mit dir, Digga? Oh, nee, Mann. Jetzt aber, in die Mitte. Burgstaller, jetzt, lauf in die Mitte. Ah, Mann. Oh Gott, Freunde, wir sind so nah dran, aber die Challenge, Digga, die ist echt schwer. Gabi, mach's alleine, Junge. Ja, Gabi. Ich bin zu blöd dafür. Müller, der Brausspieler macht's nächstes, Gabi, aber es ist egal. Die nächste Challenge erledigt. Kuss geht raus an Gabi mit seinem 92 Dribbling. Und weil diese Challenge so schwer war, bekommen wir dafür auch zwei Upgrades. Einmal Kwisha Kwaratskhelia aka Kwaradonna für den linken Flügel. Und dann heißt es auch Abschied nehmen von Guido Burgstaller. Aber für ihn kommt 96 Pace Future Stars Karim Adeyemi ins Team. Die Jungs haben beide 80 Elfmeter und das könnte uns bei der nächsten Challenge durchaus weiterhelfen. Denn für die nächsten beiden Upgrades müssen wir ein Elfmeter-Tor erzielen. Klingt eigentlich gar nicht so schwer, aber man muss halt davor auch mal einen Elfmeter bekommen. Außen erkämpft sich die Kugel auf außen in die Mitte. Elfmeter. Schiri. Junge, hast du Tomaten auf den Augen? Adeyemi, komm. Komm, irgendwo das Foulspiel ziehen. Komm, bitte. Hallo, Freunde. Junge, bitte. Irgendjemand das Foulspiel, Junge. Komm schon, Digga. Digga, ich lebe hier mietfrei in seinem Strafraum. Oh, Mann, ist das ärgerlich. Oh, dann ist es nur Freistoß. Nee. Oh, nee, es ist Elfmeter. Oh, mein Gott. Nee, komm, ich vertraue Karim Adeyemi. Bam. Oben links, Freunde. Let's go. Oh, mein Gott. Nee, der Torhüter hat ihn. Digga, das ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Ah, also gut. Dann machen wir eben weiter. Gabi, nimm Tempo auf Adeyemi, komm, irgendjemand jetzt das Foulspiel ziehen. Oh mein Gott, wir bekommen tatsächlich Elfer. Was ist denn jetzt los? Timber, come on, Timber. Oh, wohin? Dieses Mal rechts oben ins Eck. Come on, yes, Freunde, Elfmeter getroffen, die nächste Challenge geschafft. Und das bedeutet wieder zwei Upgrades. Und zwar einerseits Benoit Badiagil für die Innenverteidigung und Vitinha für das Zentrum. Und nach 7 epischen Challenges ist unser Team fast fertig. Nur noch der Torhüter, der ist aktuell kacke. Und um dem ein Upgrade zu verpassen, müssen wir auch die letzte Challenge schaffen. Und die ist ein Tor mit dem Torhüter erzielen. Also, Mr. Maximilian Pusswald, zeig mir, was du drauf hast, Junge. Also, dann gucken wir mal, ob der Pusswald was drauf hat am Ball. Oh, das sieht gut aus. Er ist bei der Mittellinie. Das ist ein erster Erfolg. Junge, der macht weiter. Oh, nee. Ja, und das ist das 0:1. Ja, mit dem Torhüter ein Tor zu erzielen, das ist nicht die allerschlauste Idee vermutlich. Aber einmal versuchen wir es noch. Und wir kassieren das 0:2. Aber wisst ihr was? Dann muss unser Torhüter eben als Stürmer starten. Und Karim Adeyemi eben ins Tor. Pusswald, einfach mal mit einem Powershot versuchen. Oh, erster Versuch. Oh Gott, und Adeyemi ist im Tor. Ja, mal komplett lost.
Jetzt aber einfach rüber zu Pusswald. Der macht's mit dem Skorpion-Kick. Ja, leck mich doch fett, Pusswald. Junge, du musst nicht Torhüter werden. Du musst Stürmer werden, Junge. Junge, und allein für dieses Traumtor von meinem Bronze-Torhüter lass du doch jetzt ein Sweet auf dem Abo-Button da. Dankeschön. Aber der Kerl muss jetzt leider trotzdem gehen, denn es wird Zeit für das letzte Upgrade. Und das ist Diogo Costa aus Portugal. Und so sieht es also aus. Das beste Future Stars Team in FIFA 23. Und wenn dir diese Upgrade Challenge gefallen hat, dann wird es sich auch diese hier gefallen. Also hier klicken und gleich als nächstes angucken.